uns kommen wirklich die Leute vom Fach, vom Film, aus den verschiedenen Filmberufen, die treffen sich dort, die unterhalten sich dort, die können wirklich Kontakte machen, Dinge verabreden. Und ich glaube, das ist neben dem Ambiente und natürlich Essen und Trinken, was es gibt, ist so eins der Erfolgsrezepte des Empfangs. Es gibt aber auch immer wieder neue Neuigkeiten. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr wieder einen neuen Film- und Medienminister, der erstmals hier auftritt mit Staatsminister Thomas Kreuzer, unserem Aufsichtsratsvorsitzenden. Insofern gibt es auch immer wieder neue Dinge. Wir haben den Drehbuchwettbewerb von Garmisch. Das ist auch nicht etwas, was Garmisch-Partenkirchen ist. Das ist etwas, was wir auch nicht jedes Jahr haben. Insofern mischt sich die Routine und das, was sich wiederholt, mit immer auch neuen Aspekten. Der FFF ist eben mehr als der Filmstandort Bayern. Für mich ist das Spielbein wirklich deutscher Kinofilm. Das ist für mich der FFF. Große, geile Förderung, die sich was traut, die einzelne Entscheidungen trifft, sich wirklich mit den Projekten beschäftigt und meine Heimatstadt total nach vorne gebracht hat. Na, für mich ist es ja immer so eine Heimatsache. Ich meine, wir wurden auch von anderen gefördert, aber für mich ist halt Bayern was Besonderes, weil wir haben auch da die schönsten Szenen gedreht. Das darf man natürlich den anderen Förderungen nicht verraten, aber wir haben am Weichensee gedreht und am Silbenstein und große Gewitter- und Weltuntergangsszenen und die schönsten Szenen im Film sind da. Die haben uns für Bayern auch gehoben. Also für mich ist das natürlich was Besonderes. Heimat. Na, der FFF hat uns die Möglichkeit gegeben, den Film überhaupt zu machen. Also sie waren der erste Förderer im Boot. Es ist eine BR-Produktion und sie haben sozusagen das Drehbuch sofort gemocht und gefördert. Insofern bin ich extrem dankbar und freue mich jetzt auf dem Filmfest München den Film zeigen zu können. Also für mich ist der FFF... Es ist Bayern. Und ein verlässlicher Partner der Filmbranche und das seit vielen Jahren.